Hallo Zipora. Hallo. Tausend Dank, dass du dir für uns Zeit genommen hast. Du bist Holocaust-Überlebende, ja. Hast Auschwitz überstanden und immer noch unermüdlich dabei, Aufklärungsarbeit zu leisten. Stimmt. Magst du uns ein wenig über deine Arbeit, die du zurzeit machst, erzählen? Ja. Erstens muss ich sagen, dass ich bin geboren am 27. Januar. Und das ist das Datum, dass Auschwitz frei wird. Die Russen haben freigemacht Auschwitz am 27. Januar. Und deswegen werde ich eingebietet nach Deutschland vielmal, 5, 6 Jahre. Jedes Mal in der zweiten Stadt, überhaupt, wo die Holocaust war, wo die Lager waren. Da bin ich immer da. Ich gehöre nicht hin, aber ich bin da, deswegen, weil ich am 27. geboren bin. Und das war ganz wichtig. Aber später mache ich das schon nicht, weil ich gehe in die College. Und ich hält Vorträge für hunderte Jugend. Es gefällt mir, die sind herrliche Jugend. Es kommt vor manches Mal, dass die Jugend fragen mich, nachdem ich fertig bin, sie beschuldigen uns, mein Gewalt, mein Lady. Sag ich, nein, meine Liebe, ich beschuldige euch nicht. Meine Pflicht ist zu erzählen und ich erzähle. Weil deswegen bin ich leben geblieben. Ich glaube, dass Gott hat mir Jahre gegeben, und mein Mann hat mir Kraft gegeben dazu und hat gebetet, dass ich so nicht aufhören zu erzählen. Weil nach mir und nach uns kann man sagen, was man will, dass der Holocaust war, kein Holocaust. Aber das traurig ist es, weil es war schrecklich. Ich bin geboren in Siebenbürgen. Ich war 14 Jahre alt, wie der Krieg war schon bei uns. Im 42. Jahr hat man mich rausgeschmissen von der Schule, weil ich war eine Jüdin. Und da habe ich aufgehört zu lernen, verständlich. Ich dürfte mehr keine Schule nicht machen. Später hat man uns schon alles zugenommen bei uns, die Geschäfte und alles. Man weiß, das ist alles natürlich, das alles wird verschwinden, alles wird zugenommen. Und wir haben kein Essen zu Hause. Wir sind 3 Kinder, 2 Brüder sind in Zwangsarbeit. In die Bürger, die mussten Steine herausnehmen, dass sie weiter für die Nazis bauen, die Chausseen, die weiterfahren. Meine Mutter sagte mir, dass wir wohnen in einem kleinen Platz, einer kleinen Stadt. Und sie sagte mir, dass du bist 14 Jahre alt, bist ein Jüdin, bist hast rote Haare, aber du bist kräftig, du bist fest. Du gehst an den Bahn am Nacht, weil am Tag erkannt man dich. Und fährst nach Budapest, wir haben weggemacht die Ente, runtergenommen die Haut, wir haben das reingegeben in einen Koffer und du hast mich schon gehört, die ganze Geschichte. Und dann soll ich das weiterlisten? Ja, für. Nein, ich muss wissen, weil vielleicht hast du Fragen, kann ich antworten auf die Fragen. Ah, ja, es sind noch ein paar, also ich habe noch ein paar spezifische Fragen. Fragen, okay. Es ist leichter, wenn du fragst und dann kann ich antworten. Okay. Ja. Du hast 5 Bücher geschrieben. Welche Themen haben die? 6 Bücher. welche Themen haben diese? Worum geht es in ihnen? Alles Holocaust. Ja, aber... Und unser Aufstand, unser herrlichen Eretz Israel, unser Israel. Weil wir haben kein Heim gehabt, kein Land, keine Familie gehabt. Mhm. Und deswegen, wir waren die 10% von den ganzen Jugendlichen in ganz Europa liegen geblieben sind. Und die haben kein Heim gehabt, um hier reinzugehen. Deswegen war es uns wichtig, dass wir unser Ländchen haben. Und ich hoffe, dass du siehst, dass es baut sich herrlich. Man fühlt sich hier frei, man muss keine Angst haben. Außerdem, dass jemand möchte uns in mehr hereinschmeißen, aber die werden das nicht erleben. Weil wir sind ein jüdisches Volk, haben genug bezahlt unser Leben. Aber jedenfalls, der Inhalt von allen Büchern ist Holocaust. Das ist mir wichtig, weil wir haben schrecklich teuer bezahlt. Junge Kinder, die haben dem Heim verloren, die haben alles verloren. Und haben sich aufgebaut hier im Land, neu leben und haben erlebt, herrliche Familien. Aber den Anfang hat man uns nicht wollen annehmen in der Hand. Man hat uns gesagt, die sind ganz so die Schupfen im Schachthaus. So hat man uns gesagt, weil wir haben nicht gewusst, was wir mitgemacht haben. Und wir haben schrecklich mitgemacht. Genug, wenn ich sage nur, dass ich war 9 Monate in Auschwitz. Das war mir für nicht 90 Jahre. Nachher kommt ich nach Deutschland, habe ich auch schrecklich mitgemacht. Fragen wir weiter. Als eine Jüdin in den von Deutschland besetzten Gebieten war der Alltag von vor dem Krieg besonders schwer, denke ich auch. Hat man auch viel mitgekriegt, in den Zeitungen gelesen,
was in Deutschland wahrscheinlich gerade passiert. An was kannst du dich dort noch erinnern? Gibt es irgendwas, was dich bis heute noch begleitet? Wir haben gehört, dass es in Deutschland gibt es schreckliche Sachen. Und dass in Polen fängt man auch zu verbrennen Juden. Weil die sind die Fremde, das ist nicht denen, der Heim von denen. Und wir haben nicht wollen glauben. Meine Mutter hat Deutsch gesprochen. Und sie hat immer gesagt, wenn es, ob es gibt ein einziges Volk in ganz Europa, die sind in hohem Niveau, ist Deutschland und Österreich. Und wir haben sich nicht können vorstellen, dass die sind, die waren die schrecklichsten und größten Mörder. Die haben den Vernichtung gemacht von Anfang bis zum Ende, bis zum Ende. Und deswegen nur 10% von dem Judentum ist leben geblieben in Europa. Aber wir haben das gehört und wollten nicht glauben, bis das uns anrührt. Es ist angekommen zu uns in Hause. Wie verlief deine Deportation nach Auschwitz? Welche Strapazen sind dir dabei unterlaufen? Wir sind gegangen schlafen am Nacht, 4 Kleider an uns. Weil wir haben gewusst, dass die Ende kommt. Wir haben doch gedacht, vielleicht geht es durch, dass wir nicht rankommen. Aber es ist gekommen. Die Nazis sind gekommen. Die Ungarn waren auch schrecklich schlimm. Sind noch heute auch so faschistisch. Und die haben uns am Mitternacht rausgejagt. Und wir wussten nicht, was auf uns erwartet. Wir waren gejagt in unser Synagoge. Und da hat man uns geschlagen. Und die angegriffenen Mädchen und die Frauen. Wir waren schon kein Mensch mehr. Nachher werden wir rausgejagt und wir haben immer noch nicht gewusst, wo wir hinkommen. Nachher waren wir gebracht in einen Ghetto, in einer großen Stadt. Und dort hat man uns in Waggonen, die Lastwaggonen, reingepackt. Schrecklich dicht. Das war keine Luft, kein Millimeter zu bewegen sich. Und die Menschen haben gemacht, alles was ein Mensch macht im Leben, die normale Sachen, da stehend. Das war schrecklich, die Dunst und die Stink, weil wir haben kein einziges Millimeter gehabt, wohin zu gehen. Und so ist die Bahn gefahren, Tag und Nacht, nie ist es stehen geblieben. Nie hat man die Tür geöffnet, nie hat man gefragt, vielleicht ist jemand gestorben. Vielleicht wollten sie Wasser, nie. So Tag und Nacht, kein Essen und keine Bewegung und gar nicht. Viel schlimmer wie die Türe, viel schlimmer. So sind wir gefahren 2,5 Tage und plötzlich bleibt der Zug stehen. Und wir wussten nicht, wo wir sind. Wir wussten nicht, was erwartet an uns. Und wir wussten nicht, dass in einer halben Stunde haben wir alles an Welt verloren. Unsere jungen Eltern, nur 48 Jahre waren sie alt. Wir haben nicht gewusst, was tut sich in Auschwitz und was tut sich in Birkenau. In einer halben Stunde waren wir schon alles weg. Man hat uns angefasst am Kragen, geschmissen in eine Zeit von 15 bis 45. Junge Mädchen und junge Frauen. Und man hat, wenn die schwanger war, hat man sie zurückgeschmissen in der zweiten Seite. Von einer Seite die Frauen, zweiten Seite die Männer. Und wir haben noch immer nicht gewusst, was tut sich. Wir haben keinen Kuss unsere junge, schöne Eltern gegeben und wussten nicht, was noch auf uns wartet. Das war der Anfang von Auschwitz und von Birkenau. Da hat man uns reingeschmissen in einen großen Barack. Wie verlief dein Leben, wenn man es denn so nennen möchte, in Auschwitz? Kannst du etwas über den Zustand innerhalb der Baracken sagen? Wie lief es darin ab? Das war das Schlimmste am Anfang, man kann sich gar nicht vorstellen. Erstens, junge Menschen und die Jüdische, die haben den Respekt. Und da zwingt man dich auszuziehen, vollkommen die Kleider, alles nackt und lass ihn in einen kleinen Zahngebinder und wenn dich den Hosen anlässt, dann kriegst du einen Kopf mit dem Gewehr. Alle, überall, an jedem Schritt im Tritt waren zwischen uns die Nazis. Und verständlich, alle von uns haben wenigstens den Hosen angelassen. Und da kriegten wir Schlecker am Kopf. Ich trage das noch bis heute. Ich habe einen Zug in meinem Kopf, das lässt mich nie Ruhe. Ich habe mich schon zugeweint, aber es ist nicht so einfach. Und dann zicken wir aus, vollkommen, auch den Hosen. Da stehen wir alle nackt und weinen und zittern. Und wir werden nachher reingejagt im zweiten Barack. Da kommt ein Mädchen mit großer Schere und scheren unsere Haare. Das, wir sind schon nackt und abgeschoren. Ich habe meine beiden Hände aufgehoben, dass meine schönen roten Bordeaux-Haare nicht abgeschnitten war. Verständlich, ich habe einen Kopf gekriegt, da habe ich schnell nachgegeben. Von da kommen wir in den dritten Barack. Die alle Baracken stehen da in Birkenau, gegenüber von dem Tor. Die sind noch heute da. Im dritten Barack kriegen wir Dusch von oben, viel Kranen oben.
Heißwasser, Kaltwasser, links und umstehen die Nazis mit den Schlauchen und geben auch fest, ganz fest Wasser an uns. Junge, unglückliche Menschen. Und dann werden wir rausgejagt und wir warteten nur einen Kleid kriegen. Ich bin mit 4 Kleidern angekommen nach Auschwitz. Und da niemand hat gefragt, ein kleines, großes Kleid, etwas, gar nichts. Ich habe ein Kleid gekriegt, habe das angezogen. Das war nicht wichtig, klein oder groß oder schmal, niemand hat es interessiert. Und dann so, wie wir stehen da und warten. Wir warten weiter. Möchtest du weiter, Herr? Ich habe eine Frage zur Zwangsarbeit. Musstest du Zwangsarbeit leisten? Wenn ja, was musstest du machen? Du bist weiter zu viel gesprungen und so weiter. Okay, dann Ich hab noch hier, dass wir stehen da und wir sehen einen hohen Mann, er kommt an zwischen uns, die alle schon ein einziges Kleid anhaben, keine Hosen, kein Strümpfe, gar nichts und keine Haare verständlich. Und er steht gegenüber von uns und hält uns einen Vortrag und sagt uns, dass er ist Mengele. Und er sagt uns, wissen Sie die alle, warum sie hergebracht waren? Die Arbeit, die nicht notwendig für Deutschland sind, gehen alle hin in den großen 2 Augen, in den Augen mit den Brennaugen. Und da haben wir gefühlt und gesehen und wir haben das leider gewusst, das ist richtig, weil wir haben gefühlt den Geruch von Fleisch verbrannt, von Haar verbrannt. Und so wie wir stehen da und dann sagt er uns noch, die alle hier stehen, wenn sie nach etwas dagegen haben, kommen sie alle dran, in die Brennaufen und den Gaskammer. Und wir haben geglaubt, das kann ganz möglich sein. Wir haben schrecklich noch mitgemacht in Birkenau, da haben wir nicht gearbeitet. Wir stehen 2-mal am Tag Zählappell stundenweise und jede 2 Wochen oder jede 8 Tage hat man Selektion gemacht. Mengele steht vorne und er sucht Menschen, weil heute ist keine Gruppe angekommen. Dann muss er haben einen speziellen gewissen Menschen in dem Gaskammer. Überall, wo er hingeht, kommt nach ihm die Lastwagen. Überall, an jedem Tritt, wie er kommt. Und da hat man einfach rausgenommen, wie jeden Tag, wir haben gehungert, jeden Tag waren wir magerer. Hat einfach genommen die schwangere Frauen, die jungen Mädchen, die noch ein bisschen junge Mutters mit waren, angeschmissen in den Lastwagen und fährten bis zum Gaskammer. An einer Nacht kommen sie herein im Barack. Wir sind 10 Mädchen geschlafen in einem Bett, von 1 Meter breit und 2 Meter lang. 10 Mädchen, Kopf zu Fuß, Fuß zu Kopf. Und wir waren schon ziemlich auch mager. Und dann kommt herein Mengele mit seinen ganzen Guardia-Gruppen. Wir gehen herunter von den Betten, springen herunter, stehen gegenüber von denen ein rotes Ofen, das steht noch bis heute in Birkenau. Das ist ein heißer Ofen, ich weiß nicht, wozu die den genützt haben. Wir haben nur Strafe gekriegt an den Ofen. Und dann kommt er herein, einfach nimmt heraus die schwachen Mädchen und die schwangeren Frauen und die Mutter und die Kranke schon alle viele. Wir haben schon Wunden gehabt am Körper. Und er nimmt denen weg, zwischen denen meine Schwester und fährt weg, mit dem Lastwagen. Ich habe gewusst, ich mehr im Leben möchte meine Schwester nicht sehen. Ich habe niemanden mehr mit den Schwestern, alle waren verbrannt. Den ganzen Tag habe ich gebrüllt und geweint. Und ich sagte zu der Schwester, die Kapo, die Blockälteste, ich sagte zu ihr, schick mich hin in Gaskammer, ich möchte gar nicht leben mehr, ich habe nicht was zu leben mehr. Und sie hat mir gesagt, was sorgst du, bis zum Abend wird sicher zurückkommen, meine Schwester. Ich habe nicht geglaubt. Ich habe das nie gesehen und nie sind sie mit Kindern zurückgekommen. Und trotzdem mir etwas passiert, meine Schwester ist zurückgekommen am 2. Nacht. Sie ist reingekommen im Barack. Sie war verältert, sie war 15 Jahre alt, klein, weil sie war nicht so entwickelt, sie hat immer an dem Mantel gelitten. Und ich fragte sie, wo warst du die ganze Zeit? Sie hat mir gesagt, im kleinen Hof von Gaskammer. Wir haben gewusst, dass wir alle vernichten werden. Niemand kann uns retten. Und dann kommt plötzlich eine Transport aus Ungarn an. Die haben schon Zeit, keine Zeit, uns zu verbrennen, weil die haben schon keine Selektion gemacht. Alles wird reingestoppt in den Gaskammer. Und sie sagte, wenn ich hätte das nicht gesehen mit meinen Augen, wie kleine Kinder schreien und laufen, und es hilft gar nicht. Alle werden verschwinden, alle werden vergast. Und die Nazis haben gemacht ein einfaches, sie haben gesagt, wir werden denen zurücktragen, zurückgeben in Lage, weil wir haben jetzt keinen Platz in der Gaskammer. Die werden nicht weglaufen, nicht heute und nicht morgen. Und das stimmt, die sind nicht weggelaufen. Aber ich muss noch erzählen, dass zwischen uns waren viele schwangere Frauen. Und zwischen denen war auch meine Freundin.
und sie hat geschwangert. Ich war schon damals sehr krank. Ich habe eine Ohrenentzündung gehabt und es mir eilte aus den Ohren heraus. Und sie ist reingekommen im Barack, inzwischen von den Zellappell, und hat gesagt, ich habe das dir erzählt, aber wenn du das abgenommen wirst, dann musst du wissen. Und sie hat gesagt zu der Bürgertester, ich muss das Kind haben, was tue ich denn? Die Bürgertester, die Kapo, hat ihr gesagt, du kannst in die Revier nicht hereingehen, weil da wird jeden Abend alle Wärme verschwinden, alle Wärme gebracht in Gaskammer. Aber ich muss das Vorschlag machen, ihr habt das Kind hier im Block, ich muss gehen und bringen die Nazi. Sie ist weg und dann bringen sie vielleicht ein ganzes Bagger von Nazi. Die sind gestanden ganz dicht ringsherum über die Frau. Und die Frau hat das Kind gehabt, das erste Kind ihres Lebens. Ich war ein Jahr vorher an ihrer Hochzeit, sie ist verheiratet für meinen Cousin, intelligente, herrliche Menschen. Und wenn das Kind herauskam am Land, haben die Nazis sofort gezwungen, dass sie so den Kopf von Kindern reinstecken in Wasser, in meine Wasser. Sie hat geweint, sie hat gebetet, das hat ihr gar nicht geholfen. Und sie hat das gemacht, weil sie hat nicht wollen, dass die Nazis sollen den Kinder töten. Sie haben jeden Tag hunderte Kinder, kleine Kinder, die geboren sind, ertötet mit dem Bagnet. Es war schade an den Roveo, der Hohle. Und sie hat gesagt, sie hat gedacht, nach dem Krieg hat sie es mir erzählt, ich möchte mit meiner Hand das Kind töten, nicht die Nazis. Und sie hat es auch gemacht, aber sie hat es nicht vergessen, nach vielen Jahren ist sie weg. Und da auch dasselbe meine Schwester, sie war in Gastkammer, sie hat es nicht vergessen, sie ist auch schon viele Jahre weg. So, dass, es gibt Sachen, dass ich erzähle, nur so Kleinigkeiten, nicht jeden Tag tödliche, schreckliche Sachen, was sie mitgemacht haben. Wir könnten nicht trinken das Wasser, das war schrecklich, weil die Nazis haben immer geschrien, das ist wunderbar für Typhus, trink mal Mädchen, Jüdin. Und haben noch einen guten Schimpf zugegeben. Und den einziges Kleid habe ich ausgewaschen, angezogen, zurück, nie wird das getauscht und das hat verfroren, so ein Stück Eis an mich, weil ich habe kein anderes gehabt. Und es war immer kalt und so grob da in Polen. Es gibt hunderttausende Sachen, die ich hätte können erzählen, aber ich will das kurz machen. Weil es ist kein Ende. Nach den ganzen Geschichten hat man in einem Tag immer Selektion gemacht. Und dann Mengele sagte, heute suchen wir Mädchen zu der Arbeit nach Deutschland. Und da habe ich Angst gehabt, dass meine Schwester ist schon viel zu schwach und zu klein. Und ich auch. Ich war schon noch ziemlich sehr mager. Und aber er hat sie rings 4-5 Mal rumgedreht und hat sie rechts geschmissen. Ich bin durchgegangen und dann konnten wir in einen Barack, hat uns reingeschmissen, die alle, die ausgewählt waren. 2 Tage waren wir da, kein Essen, kein Toilette, kein gar nichts. Man kann sich vorstellen, wie wir ausgeschaut haben. Mager waren wir, krank waren wir, Wunden am ganzen Körper haben gehabt, weil wir kriegten den Sud mit Gift. Man hat in die Suppe jeden Tag den Braun, den Gift hereingegeben, dass wir keinen Period haben. Und wir haben auch nicht gehabt. Die alle Zeiten, was ich in Shoah war, alle Mädchen haben nie mehr keine Period gemacht. Weil die Nazis haben gemacht eine ganz kurze Rechnung, dass die jüdischen Mädchen, die Frauen werden nie im Leben keine Kinder haben. Die haben 3 Jahren ausgeforscht in Auschwitz und sind angekommen an dem, dass wir jeden Tag den vergifteten Suppen trinken. Trotzdem, das ist schrecklich an Hals. Aber wir haben kein anderes nicht gehabt. Sowieso stirbten wir für Hunger. Und dann, weil wir keine Dings haben, da haben wir Wunden am Körper gekriegt, überall. Und ich bin angekommen, wir sind angekommen nach 2,5 Tage nach Deutschland, nach Salzwedel. Da war ich schon 2 Mal dabei. Da gibt es viele, die nach dem Krieg gar nicht gestorben sind. Und die liegen alle da. Und außerdem, die Bürgermeisterin nimmt mich auf immer herrlich und macht dann ganzen, mit Zeitung schreibe es, mit vielen anderen. Ich komme, ich mache das, meine. Jedenfalls, wir sind angekommen aus Salzwedel, wir waren sofort geschickt zum Zwangsarbeit. Die große Fabrik steht noch heute da, weil war bombardiert und so, lassen sie stehen. Weiß nicht warum. Vielleicht braucht man den Gebäude nicht haben. Jedenfalls, wir kommen an Wien und die Aufseherin haben uns gefragt sofort, warum schauen sie so schrecklich aus, woher kommen sie? Das ganze Körper mit Wunden, abgerupt und keine Haare. Aber wie sieht der aus, solche junge Mädchen? Und da haben wir gefragt, was, sie wissen nicht, was tut sich in ganz Europa? Millionen Menschen werden ermordet und nicht überhaupt die Juden, was haben die schlecht gemacht? Die haben Mitleid gehabt, haben können nicht so viel helfen, weil die Nazis waren immer zwischen uns. Haben nicht lassen, dass sie uns etwas essen geben.
Das Essen war da auch dasselbe, die vergiften Suppe und die Stückchen Brot von 150 Gramm, ein bisschen Jam, ein bisschen Margarine, ein bisschen schwarzes Wasser, mit denen haben wir gelebt. Oder das heißt gelebt. Aber wir haben auch so ausgesehen. Hast du was zu fragen, Weiter? Ja, Zwangsarbeit, gab es was? Ja, das war schrecklich, das war die Zwangsarbeit. Wir haben 12 Stunden am Tag, 12 Stunden am Nacht gearbeitet, Millionen Keulen gemacht, ausgefüllt mit dem Brennstoff. Und das war schrecklich schwere Arbeit. Das ist die gelbe Wacht, die gelbe Wacht, ja, Corinne. Was wir gemacht haben, die Hülsen, wie heißt das? Patronenhülsen. Ja, und das war schrecklich schwer. Und wenn wir einen Feiertag hatten, da haben sie etwas, einen kleinen Wagen genommen, darauf gehen 6 Kasten mit dem Stoff, mit dem Brennstoff, mit den Hülsen. Und da mussten wir laufen hin und zurück. Verständlich, viele haben nicht ausgehalten. Außerdem, wir dürften mit niemandem reden, wir dürften mit niemandem sprechen, auch mit den Ausländern nicht. Trotzdem, ich habe gehabt einen alten Mann, der war wirklich ganz alt, aber er hat den Mundier, er hat Nazi-Mundier angehabt. Und er hat mich immer gefragt am Nacht, er arbeitet nur am Dienst, am Nacht. Und fragte mich immer, erzähl mir, woher kommst du, warum sieht das alles so schrecklich aus? Sag ich, wie kommen Sie, ein alter Mensch, und sehen auf, Sie seien in der Fabrik? Sagte, ich könnte keine andere Arbeit kriegen, nur in Mundier und hier mit euch aufsehen zu gucken, was ihr macht alles. Was können wir schon machen? Ausgehungert und mager und krank und alles Mögliche mitgehabt. Aber er war sehr sympathisch und ich habe erzählt, woher ich komme. Was wir alles mitgemacht haben mit mir. Er tötet meine Eltern, mein Bruder, mein Großvater, meine ganze Familie. Alles war weg. Er wollte gar nicht glauben. Er sagte, ich kann nicht glauben, das ist mein Volk. Das ist mein deutsches Volk. Solche schreckliche Sachen machen sie. Sag ich, ja, das ist dein Volk. Und was haben die so Schreckliches gemacht? Jedenfalls, 2 Mädchen haben beschlossen, dass sie machen Sabotage in der Fabrik. Wir waren 1450 Frauen und Mädchen, jeden Tag ein halbes Kilometer hin und zurück zu der Arbeit, verständlich mit den dünnen Kleidern im Winter, kalt, verfroren, aber gar nichts haben wir können. 2 Mädchen haben Sabotage gemacht und die Nazis haben gesucht an den Maschinen, haben erfunden, welche Maschine hat gemacht den Sabotage. Die haben geschossen, die 2 Männer erschossen, verständlich. Und wir kriegten Straf im Dezember in Deutschland. In Schnee, in Kälte, eine ganze Nacht am Knie stehen. Am Knie. Am Früh bin ich schrecklich krank, wirklich schrecklich krank. Ich habe Hochfieber, ich habe Entzündungen, kaum ich lebe. Und ich sagte, meine Schwester, geh zu der Arbeit, ich gehe rein in ihr Revier, da kommen wir rein und heraus. Zu viel Hilfe haben wir nicht gekriegt. Aber ich komme herein und ich sagte, die Schwester, sieh mal, ich habe Hochfieber. Ich habe alle Entzündungen, aber was mir stört, ist meine Wunden, meine alte Wunden. Und dann sie sagte, gut, ich will rufen die SS, sie wird dich pflegen. Die Ilse ist reingekommen, ich habe noch nicht gewusst, dass sie heißt Ilse, dann dürfte ihr Name nicht wissen. Und sie hat mich angeschaut und lacht und fragte mich, ich habe dir erzählt, was hast du, was tut sich, warum bist du so? Sie fragt mich einmal und noch einmal, sag mal doch, was hast du denn? Und ich habe gesagt, sieh mal, ich bin krank, aber was mir stört, ist meine Eiterung. Ja. Da hat sie gesagt, ist kein Problem, ich werde dir helfen und hab keine Angst, du wirst das überleben. Und auch für andere, immer hat sie uns gesagt. Und sie hat mit einem Rasiermesser meine Wunden geöffnet. Und die Fieber ist nicht herunter, ich bin eben krank. Und die Schwester hat mich behalten, ich liegte 2 Tage im Revier. Weil jede Nacht hat man die Kranken nach Bergen-Belsen zum Verbrennen gebracht. Und es waren viele, die waren schon ziemlich sehr schwach. Das war schon mehr wie die Mitte von 1944. Wir haben schon vieles mitgemacht. Viele sind schon weg und es waren noch auch die Kinder hatten da und die haben denen den Bauch geöffnet und alles offen gelassen. Alles waren draußen, die haben nicht zugenäht und gar nichts. Und am Abend haben sie nach Bergen-Belsen gebracht, die auch. Und ich liegte 2 Tage da. Aber ich liege nur drin, vielleicht eine halbe Stunde. Dann ist hereingekommen der Hauptstabschaffführer. Der hoche Mensch. Der Teufel.
Er war ein Teufel. Ein schrecklicher Lehrmensch. Er hat so geschossen, ein Mädchen gar nicht gedenkt. Ich habe schon ein bisschen rotes Haar gehabt am Kopf. Er kommt herein und schaut mich an und fragt, was machst du denn hier, roter Fuchs? Und ich habe Nerven gekriegt. Was schimpft er an mich? Ich bin so krank, komm, mach leben. Und ich fange an zu schimpfen an ihn. Sich entschuldigt, sie haben mich gezwungen, ich soll eine ganze Nacht am Knie sehen. Und ich war so ein fleißiges Arbeiterin. Und ich sage und spreche und er schaut mich an und sagte plötzlich, kreuz dich, dann wirst du leben bleiben. Ich sage ihm, ja. Und ich sagte ihm, ich bin ein stolzer Jüdin, du kannst uns gar nicht. Warum machst du so schrecklich schlecht für uns alle? Dann hat er gesagt zu der Schwester, sie ist ein roter Fuchs. Sie spricht gut Deutsch und sie ist frech, mach ihr zwei Einspritzen. Ich habe mit vielen Menschen gesprochen, überall. Kein Häftling hat nie im Leben Einspritz gekriegt, nirgends, niemals. Wir haben nie Mitleid gehabt, niemanden. Mein Mann hat tausende Kilometer gemacht mit dem Totenmarsch. Und nie hat jemand Mitleid gehabt. Aber ich kriegte zwei Einspritze. Und da habe ich ein tiefes Loch hier und auch dasselbe am Fuß. Das ist von der Einspritze. Ja, was war alles verfolgt nachher. Ich weiß nicht, was da drin war, weil er wollte mich nicht töten. Ich habe mich aufgewacht nach zwei Tagen. Ich weiß nicht, was da drin war. Bis heute weiß ich nicht. Jedenfalls, ich liegte da zwei Tage. Nach zwei Tagen kommt ich zu sich. Meine Schwester weint und glaubt es nicht, dass ich noch aufwache. Und dann kommt noch einmal herein mein Nazi, der Hauptstammführer. Er war der Haupt von dem ganzen Lager. Er war so schlimm, auch zu den Deutschen, nicht nur von uns. Er kommt herein und sagte, mein roter Fuchs ist wach. Und er sagte zu mir, weißt du, warum du leben geblieben bist? Weil ich habe dich gekreuzt. So hat er mir gesagt. Wir wussten noch nicht, dass der Krieg halt schon bald ein Ende. Und das hat gedauert noch ein bisschen. Er hat gesagt zu dem Mädchen, sie ist schwach, sie kann auf dem Fuß nicht stehen. Fass sie an und schmeißt sie herein in die Kleiderkammer. Und so bin ich angekommen in die Kleiderkammer. Und da, noch zwei Tage, stehe ich an dem Fuß. Ich wollte leben, ich wollte aufmachen, ich wollte retten meine Schwester. Und ich fange an, es kommen an tausende Tonnen von Kleider von Auschwitz, die alle Menschen, die verbrannt waren. Und ich fange an zu schleppen Kleider und tauschen mit der Küche. Dann kriegte ich Suppe nicht mit dem Gift, ein Stückchen Brot, ein Stückchen Wurst. Ich stehe an dem Fuß und wir haben nicht gewusst, was tut sich außer dem Lager. Wir haben gar nicht gesehen und gar nicht gehört. Die Mädchen haben schon zum Arbeiten nicht gegangen. Und wir haben nicht gewusst, warum, was tut sich. Und plötzlich, alle Nazis sind weg. Kein Nazi haben wir mehr gesehen. Nur ein alter Mensch, aber er war ein ganz hoher Offizier, der hat nie gesprochen, nie schlecht gemacht für niemanden. Umgekehrt hat immer gesagt, die Mädchen habt keine Angst. Dem haben die Amerikaner gefasst, die wollten ihn wegnehmen. Ja, und wir haben gesagt, nicht anrühren, das war ein herrlicher Mann. Wie hast du die Befreiung, das Kriegsende erlebt? Ja, und das haben wir erlebt. Wir waren ziemlich gut krank alle, wir waren alle ausgemagert, Wunden überall und verschiedene Krankheiten gehabt. Aber die Amerikaner konnten, die haben aufgebrochen den Tor mit dem Tank und stehen drin. Und wir alle laufen zu dem Tank, die Mädchen sind schon zum Arbeit mehr nicht gegangen. Und verständlich alle stehen und weinen und fragten, ist das möglich, dass unsere ganze Tragödie kommt zu Ende? Dass wir schon frei werden, wir werden auch wieder Menschen werden. Wir wollten gar nicht glauben, wir haben sich gar nicht vorgestellt, das kann möglich sein. Aber die Amerikaner haben uns gesagt, nicht gehen organisieren, essen. Es gibt überall alles, aber ihr Magen verträgt es schon nicht mehr. Und deswegen ist die Heimatstheorie in der Sprache in Bayern. Ach, sehr. Und der Amerikaner hat gesagt, lasst uns das, wir pflegen euch. Wir werden euch an den Fuß stellen. Nur lauft nicht suchen, essen. Viele sind gelaufen, wir haben ganze Träume, war ein einziges Mal ein Stückchen Brot essen, dass wir satt sind, nur ein einziges Mal. Und das war nicht möglich bis den Tag. Und ich habe meiner Schwester gesagt, du wirst nicht gehen, wir werden nicht gehen, organisieren, essen. Wir werden zuwarten, dass der Amerikaner uns pflegt und an dem Fuß steht. Wir waren 6 Wochen da und hat uns in die Spitäle hereingebracht. Und die Amerikaner haben viel Operationen, ich habe viel Operationen an meinem Fuß, überall habe ich verfolgt, gehabt, am Rücken auch. Ich habe heute überall die Zeichen nicht mehr. Aber ich habe noch vieles mitgemacht und vieles mit. Ich habe noch geschleppt nach mir noch 2 Jahre.
Jedenfalls, die haben uns gepflegt und ich stand am Fuß, nach 6 Wochen haben wir müssen verlassen, weil heute ist das Ostdeutschland. Damals haben wir nicht gewusst, was heißt Ost und West. Und damals kommt das in der Hand von den Russen. Und deswegen hat man uns gesagt, das verlassen und gehen heraus. Ich bin rumgefahren in ganz Deutschland, suche meine 2 Brüder, ich habe denen nicht gefunden. Und nach dem Krieg, später, die waren im Typhus, waren sehr krank, haben 4 Jahre Schreckliches mitgemacht, aber sind leben geblieben, haben sich gerettet, einen zweiten. Und nachher, nach kaum 5 Jahren, haben wir sich gefunden in unsere Stadt noch einmal. Wir verlassen sofort die Stadt, wir haben nicht was zu suchen, da kein Eltern, kein Heim, gar nicht. Wir sind angekommen nach Österreich. In Österreich warten von uns Menschen aus Israel, die geschickt waren, dass die alle Häftlinge, die leben geblieben sind, die sollen denen eine Heim machen. Die haben noch wohin reinzugehen. Und in Österreich, in Braunau ist die Stadt, wo Hitler ist geboren. Die haben 2-stöckige Häuser gekriegt von den Deutschen da, von Österreichern. Und da haben sie aufgestellt so Kibbutzim, so bei uns Kollektiv. Und da waren wir 45, 50 Menschen, jeden so ein Haus. 16 Menschen in einem Zimmer, so wie Brüder und Schwestern. Und wir waren da ein ganzes Jahr, ein gutes Leben gemacht. Die Amerikaner haben uns gefragt, haben uns gegeben Geld und Zeitungen und Zigaretten und Schokolade. Und nach 6 Wochen haben wir, und dann nach einem Jahr, haben sie uns gesagt, die aus Israel, dass wir verlassen Europa, wir kommen nach Eretz Israel, unser Land. Da hat sich angefangen unser neues Ziel. Und da fahrten wir bis Deutschland, war davon 4 Teile verteilt. Wir sollten ankommen an französischen Zone. Und da hat man uns nicht wohl überlassen, weil das war falsch, das war richtig, wir haben gewusst. Die haben uns gesagt, dass 10 Gruppen sind schon durch an demselben Papier, im selben Dokument. Und die haben uns gesagt, sie haben schon genug Erfahrung gehabt im Leben. Macht, was ihr könnt machen. Und das haben wir gemacht. Verständlich, wir sind angekommen, haben die Franzosen angeschaut, den Dokumente haben nicht uns wollen durchlassen. Sie haben zugemacht die Karon, den ganzen den Waggon. Am Nacht kommen die Menschen, die unsere von Israel, wir haben geöffnet alle Türen, wir sind rausgesprungen, 1000 Mädchen und Buben, alles schon in good condition, gut angezogen und wieder ein menschliches Gesicht gehabt und die Haare sind gewachsen. Aber wir haben noch Schreckliches drin gefühlt, wir haben keine Eltern, kein Kerl. Und trotzdem, wir sind schon frei und wir liegen an der Schiene, heben sich nicht auf, 2 Tage, weil die Franzosen wollen uns nicht durchlassen. Wir haben nicht wohin zu gehen. Und die kämpfen und schimpfen und machen alles Mögliche, sie beten, es hilft nicht. Wir stehen nicht auf, bis sie uns nicht durchlassen. So 2 Tage. Nach 2 Tagen haben sie gebracht einen General, der niedrige Mensch, elegant angezogen, er spricht gut Deutsch. Und hat gebetet, hebt sich auf und gehen sie zwischen amerikanischen Zone. Wir haben gesagt, wir haben nicht wohin zu gehen. Lass uns durchgehen, wir müssen durchgehen die Alpen, weil wir haben nicht wohin zu gehen, wir müssen ankommen nach unserer Eretz Israel. Und er hat nicht wollen, aber so wie er steht vorne neben dem Waggon, ich war drin, ich habe vorbereitet Essen für meine Gruppe. Und da haben sie einen General gebracht. Und der General war, ich habe gesagt, er war angezogen, gut, hat gut Deutsch gesprochen, kommt ein junger Mann. Hoher junger Mann, er war in Wien ein ganzes Jahr. Eine christliche Familie haben ihn reingenommen und die haben ihn gepflegt und er war gut, schön, ausgesucht, elegant. Er war ein polnischer, gut gefallen, am Fuß gefallen und er hat ein Fotoapparat. Er springt an den Waggon und betet von dem General zu ihm lassen, dass er ihm ein Bild macht. Er hat gemacht. Er hat gemacht den Klick mit dem Apparat und dann fängt er zu schreien. Dass ich werde ein Bild in alle Zeitungen in der Welt reingeben und ich werde ins Bild von der Welt erzählen, dass sie, die Franzosen, haben gekämpft gegen die Nazis und wollen die Kinder durchlassen. Die haben kein Heim, keine Eltern und kein gar nichts im Leben. Die müssen etwas aus neu ausbauen. Er hat sich schrecklich erschrocken, er möchte nicht, dass sein Bild in die Zeitungen drin sind. Und dann betet er, steht am Waggon draußen und betet dem Buch, nur den Film gib mir, nur das, ich werde gar nichts machen. Ich habe ihn behalten zu den alle Praxen. Ich habe nicht gewusst, dass Gott macht das von oben, dass das Schicksal so interessant ist. Und er sagte zu mir, er kann zum Wand reden, ich habe überhaupt keinen Film in meinem Apparat. Und der General hat das verstanden, dass er hat hier zu tun mit Kindern, mit Menschen, dass denen kann man schon nicht erschrecken.
er sagte, sie haben gewonnen, heb dich auf alle, wir euch machen ein kleines Bild, ein Dokument und gehen wir. Alles weg. Stimmt, wir haben sich aufgehoben alle, die 1000 jungen Mädchen, alles. Die haben uns ein Bild gemacht, ein Dokument gemacht, ich habe das noch heute hier. Und wir sind durchgegangen. Wir haben damals, fragte mein Mann, wer bist du, wer bist du? Und nach 6 Wochen haben wir geheiratet. Das war mein schönes Schicksal, er war ein herrlicher Mann. Er hat herrliche Sachen mitgemacht, schreckliche Sachen mitgemacht, aber auch herrliche Sachen gelebt, gemacht im Leben. Wir lebten 60 Jahre zusammen, schönes Leben. Unsere herrliche Kinder erzogen, wir sind durch die Alpen, sind angekommen nach Italien. Lauften schnell in die Opera, in Scala de Milano. Wir sind angekommen nach Milan. Nach der Alpen, wir sind durchgegangen. Und wir möchten etwas zu unserem Herz auch etwas von dem Leben, von dem modernen Leben weitermachen. Weil mein Vater zum Beispiel hat eine Geige gespielt. Er hat eine herrliche Stimme gehabt. Du siehst ihn hier, man sieht ihn auch hier. Er war ein schöner Mann, ein moderner Mann. Er sitzt immer, das will ich euch zeigen. Er sitzt immer und liest uns Bücher vor. So dass wir haben wirklich ein schönes Leben gemacht. Nachher will ich zeigen. Und wir sind angekommen nach Italien. Man hat uns ein kleines Schiff. Dann liege ich mit Luca. Das ist geriebert, dann liege ich. Wir sind angekommen nach Italien in einem Schiff, in einem kleinen Fischerschiff, 1450 Männer, Frauen, schwangere Frauen und Familien mit Kindern. Weil die sind schon aus Russland gekommen und nach dem Krieg sind schon Kinder geboren. Und wir haben gemacht ein kleines Programm, dass wir sofort gleich nach Eretz Israel reinkommen. Verständlich, die Engländer haben nicht gefragt, was tut sich in dem Schiff und wer ist in dem Schiff. Weil nach 10 Tagen an dem Meer haben die uns entdeckt. Ein Aeroplan oben an der Luft und hat uns entdeckt. Und unsere Schlichim, die von Eretz Israel, haben gesagt, Kinder, wir gehen nicht gleich rein nach Eretz Israel. Es ist verloren. Die Engländer haben uns entdeckt und jetzt wird der Krieg kommen. Wir haben recht gemacht. So wie die haben uns entdeckt, sind herausgekommen 2 riesige große Kriegsschiffe. Aber riesig. Und die wollten uns fassen, einfach fassen, den kleinen Fischerschiff, den alten. Aber wir haben gekämpft. Wir haben viele Dosen, Konservendosen an denen geschmissen. Eisen und Holz und alles Mögliche. Dann sind sie zurückgezogen, einmal, zweimal, dreimal. Das 4. Mal haben sie reingeschmissen, eine Bombe, dass man sieht, nicht mehr weint. Wir haben gefasst den Schiff, wir sind herauf, haben gesungen den Hatikva, unser Lied, mit dem Flag, mit unserem. Und dann, sie fassten uns und bringen uns nach Haifa. Wir haben Haifa nicht getroffen. Wir haben gesehen, Karmel aber den Fuß nicht am Boden gegeben, weil die haben uns sofort übergebracht in den Kriegsschiff. Und wir kommen dann nach Zyprus. In Zyprus waren wir, ich war schon damals schwanger, und ich war 7 Monate waren wir in Zyprus, 100.000 junge Menschen aus dem Holocaust sind alle. Eine Seite nach Zyprus, die zweite Seite sind in Italien, weil die Tieren sich vorbereiten, sie haben gewusst, dass es wird der Krieg ausbrach in Israel. Die Araber werden das nicht abschlingen, dass Tausende, Hunderte, die alle Jugend, die leben geblieben sind, kommen alle nach Eretz Israel. Und das ist noch richtig heute auch. Jedenfalls, wir sind angekommen nach Zyprus, haben ein ganz schönes Leben gemacht. Die Frauen haben sich gebadet am Meer und die Männer haben gekocht. Und so ist es durchgegangen, 7 Monate. Nach 7 Monaten habe ich meinen Sohn geboren in Zyprus, in Famagusta. Und dann kriegten wir, das Kind ist halt 2 Monate. Er kotzt, er verträgt nicht den Aklim, ich weiß nicht, woher das kommt zu ihm. Er ist 2 Monate alt und dann kriegen wir ein Geschenk vom Königlichen Haus von England, dass 500 Babys mit den Eltern können verlassen, Zyprus kommen nach Eretz Israel. Und dann waren wir zwischen denen. Wir konnten am Nacht an die großen Kriegsschiffe. Am Frühmorgen sind wir angekommen nach Haifa. Und die Datum war 29. November 1947. In dieser Nacht hat man erlaubt, dass Israel aufkommt, aufsteht. Und wir sind da. Hunderte Kinder tanzen und singen draußen. Nehmen uns auch sehr schön. Man bringt uns in ein kleines Lager da. Ich war nur 2 Tage. Weil ich habe gebetet, man soll mich in ein Zimmer, überall, wo sie wollen in Eretz Israel, nur anfangen ein armes Leben. Wir haben schon genug mitgemacht am Leben. Also später fängt an der Krieg, 48. Krieg. Mein Mann war im Militär gebracht, er hat gekämpft überall.
In einem Krieg hat er sich, war er verletzt, sehr schwer. Er ist in einem großen Spital. Ich wohne mit meinem Baby in einem Zimmer. Und die kommen vom Militär und sagen, dass ich soll ihn geben besuchen. Ich komme hin in das Spital, bis ich schon angekommen bin, nicht wie heute, es war keine Bus und gar nicht. Und ich habe gesehen, er liegt verletzt. Er war gekommen ein ganzes Jahr, ist ein bisschen nach Hause gekommen, wieder zurückgegangen, ein ganzes Jahr. Aber er ist nach Hause gekommen auf zwei Fuß. Und wir haben drei Kinder geboren. Schöne Kinder, feine, wirklich gut. Und Gott sei Dank, oft ist er dann heim. Trotzdem, der Anfang war sehr schwer. Weil in Israel haben die nicht verstanden, woher wir kommen, was wir alles bezahlten. Und ich, die Kinder erzählen noch weiter von dem Film, was wir gesehen haben, dass ich habe immer meinen Vater gesucht. Ich habe gemeint, er war doch nicht verbrannt. Aber das war eine Fantasie von mir. Ich habe gedacht, vielleicht. Weil die Kinder bei mir haben nie keine Großvater und Großmutter gehabt. So, ich fahre nach Deutschland mit meiner großen Tochter. Und immer steht und erzählt denen, dass sie hat nie ein Präsent von einem Großpapa oder Großpapa gekriegt. Weil wir haben keins gehabt, nie. Die wissen gar nicht, was das heißt, kriegen einen Großvater. Und trotzdem, sie sind herrliche Großväter, überall. Alle sind schon, Gott sei Dank, haben Enkel und Urenkel, habe ich schon zwei verheiratet sogar. Das Gott sei Dank. Wir stehen an dem Fuß und sind zufrieden. Aber ich habe ein Pfleg. Ich mache das weiter. Ich erzähle, weil das war auch bitte von meinem Mann, dass du sollst nicht aufhören zu erzählen. Wenn du das nicht erzählst, dann kann man sagen, was man will. Weil wir haben das mitgemacht. Jetzt hast du noch Fragen? Eine. Ja. Gibt es etwas, was du der Welt sagen möchtest? Was ist dein Appell an zukünftige Generationen? Das tue ich die ganze Zeit. Ich bete von der Jugend überall, nicht nur in Deutschland, überall. Ich bete von der Jugend, das ist euer Zweck. Nicht lassen noch einmal, dass so ein Holocaust, so eine Tragödie vorkommt. Das ist die Wichtigkeit. Sieh mal, ich fahre nach Deutschland. Die wissen genau, warum ich ankomme. Weil ich gehe durch mit meinen Geschichten tausende Jugend. Und herrlichste Jugend, nicht nur die kleine Jugend. Auch große Menschen. Jetzt war ich zum Beispiel, 600 Menschen waren beim Öffnen den Buch. Und da habe ich auch meine Vortrag gehalten. Und das ist mein Bet, dass nicht noch einmal so ein Tragödie vorkommt. Aber siehst du, was tut sich in der Welt? Wir können gar nicht wissen, was morgen geschieht. Aber meine Pflicht ist, sagen die Jugend, dass die sollen wissen, dass nicht so ein Faschismus noch einmal aufsteht. Hast du noch etwas zu fragen? Nein. Danke. Dankeschön. Jetzt gehen wir.